Hallo meine Lieben. Hier ist einer. Da ist noch einer. Heute sind wir beschäftigt, das Go-Kart aus der Hütte rauszukriegen. Er wollte ganz gerne das mal fahrbereit machen, ne? Mich böse angucken, ne? Ich gucke dich nicht böse an. Was war das denn? Da über, ist und wir müssen hier so ein bisschen rauskramen. Da über liegt ein Fahrrad, hier sind ganz viele Bälle. Ich weiß, ich weiß. Vielleicht sollten wir ein bisschen. Guck mal, ich kann schon mal meine nächste große fürs Fahrrad zeigen. Stimmt. Das steht hier schon, das ist von Max, das hier. Genau. Ein bisschen stimmt. Kaputt, aber. Ist kaputt? Hier am Ende Aufkleber. Ein bisschen Aufkleber. Ich glaube, jetzt muss das Fahrrad erstmal als erstes raus. Ja, jetzt muss erstmal genau das Fahrrad raus und dann. So. Aber das dauert, glaube ich, noch Ewigkeiten, bis Esch hier rauf darf, oder? Auf dieses Fahrrad, ja. Da muss er noch richtig wachsen. Ich glaube, Max war 8, 9 oder so. Ja, das ist ja jetzt die Zeit, ne? Ja, Esch ist 7,5. Ja. Guck mal, so will einer arbeiten. Ich glaube, guck dir das mal an hier. Max ist ja nicht besonders gut damit umgegangen, ne? Nee. Also das müssen wir erstmal zum Fahrradladen bringen, weil das kann ich nicht reparieren hier. Ja. Und du? Ich hole jetzt einen Lappen und Eimer mit Wasser, oder? Du? Mach mal. Und da ist hier noch das nächste Fahrrad nach der Größe. Muss ich dann auch noch, kann ich auch noch gleich dann nachputzen. Vielleicht kannst du schon damit fahren, obwohl nein, Max war älter. Was ist denn das hier? Nee, der war älter. Das ist von dem Fahrradanhänger. Von dem roten, der zusammengeklappt ist. Da muss noch einer sein. Hier brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, ne? Nee. Oder haben wir noch ein Baby, das da reinpasst? Nein, guck mal, da ist doch da hinten doch das rote. Oh, dann muss das auch noch raus. Ja. Und das hier muss auch raus. Die Autoreifen müssen auch noch raus. Das muss alles raus. Yippie. Und das hier muss auch noch raus, das Fahrrad. Ja, dann hau rein. Und der hat sich gerade hingelegt, ne? Mäuschen. Auf die Liege. Ist doch schnell. Genau. Ja, das kannst du mir geben, das kann auch weg. Ja. Das kommt nur. Also, das ist ja nur wieder auch nicht. Ja. Schlitten sind hier auch noch. Hm? Und hier, die als erstes hier im Weg sind. Die Autoreifen müssen raus, ja. Aber alleine schaffst du das nicht. Ich muss jetzt nämlich helfen. Ja, gib mal erst die Kamera. Moin, nimmst du die Kamera? Dann, aber ich muss auch noch helfen. Ja, aber jetzt kann du mal helfen. So, und jetzt? Moin, sie einmal zur Seite. So, genau, nehmen wir raus. Wir beide raus. So, jetzt. Erst einmal hier durch, jetzt wieder zurück. Schön. Zurückdrehen. Und jetzt so. Weiter runter, weiter raus, genau. Juhu! Ja, zur Tankstelle fahren, die Torpede aufpusten. Ja, kann genau. So, mein Spatze, das Ding ist raus. Oh. Wir müssen aber auch. Weißt du, was hier fehlt? Na. Für hier hinten, für den Beifahrersitz, dieses gebogene Teil. Das fehlt nicht, das ist hier irgendwo gleich. Ich hole das. Rauf aufs Go-Kart. Mal gucken, ob es noch passt. Ich habe jetzt den Stuhl oder den Sitz erstmal irgendwo eingebaut. Gucken, ob wir jetzt damit treten. Das ist genau richtig, ne? Oder? Naja, bergauf fahren ist auch schwer. Aber das ist die Einstellung, glaube ich, dafür. Was? Das brauchen wir auch gar nicht. Ein Kantenschneider. So, wir räumen jetzt hier erstmal ein bisschen auf. Ja. Und dann wird hier Go-Kart geputzt, ne? Ja. Ja. Und die Fahrräder auch. Auch noch. Aha. Also das hier ist das Fahrrad von Max. Und da hast du ja erst so in 5 Jahren drauf ungefähr, ne? 5 Jahre? Ja. Das ist doch viel zu groß. Das ist ein 26er. Ja. Und hier bei dem war das so, dass ein Reifen kaputt war, ne? So wie das aussieht, ist da noch mehr kaputt. Ja, das stimmt. Ist das nicht cool, wenn man schon alle Fahrräder vorrätig hat, bis man 18 ist? Oder nicht gut? Ja, die müssen noch ein bisschen aufbereitet werden, ne? So. Okay, Mama räumt die Hütte auf. Jo. Hm? Sieht toll aus. Ist alles sauber gemacht? Cool. Das ist ja toll.
sogar. Und jetzt ist Ash hier irgendwo hingefahren. Ich sehe da vorne auch schon, ich glaube, das ist seins. Da hinten kann man das sehen. Irgendwo sind die jetzt hier unterwegs. Ash hat da irgendwie mit einem Freund zusammen so eine kleine Tour gemacht. Will mal sehen, vielleicht finde ich die ja. So, und da ist er. Kein Benzin mehr? Doch, ein Schlafzimmer auf den Freund. Achso, holt er seinen. Der putzt gerade seinen Cut. Da oben ist er ja schon. Ja, aber ohne Go-Kart. Und jetzt fahrt ihr mit dem hier, der zweite Sitz ist auch gar nicht dran. Und was machen die Reifen? Sind die... Wo geht noch, ne? Aber die sind auf jeden Fall nicht platt. Wir haben einmal im Winter, haben wir es gehabt, da waren die dann im Frühjahr richtig platt. Wo ist denn dein Go-Kart? Wieso das denn? Wollt ihr nicht zusammenfahren? Ich möchte nicht mehr fahren. Achso. So, Catcar ist jetzt einsatzbereit und wir haben hier auch gerade eben schon mal den ersten Querfeldeinkurs. Ein kleiner Berg hier, wo man hier runterfahren kann. Ja, und jetzt musst du da wieder hoch, ne? Nee, keine Lust? Ich glaube, da muss ich mal schieben. Okay, schieben wir mal. Eins, zwei und los! Oh, geschafft! Das weiß ich nicht. Ui, da hinten ist das, glaube ich, noch steiler. Da kannst du auch gut runterfahren. Ja, das ist doppelt so steil. Nee, da mit diesem Sand da. Genau, da drüben. Genau, da fahren wir mal hin. Und wie sollen wir hinkommen? Jetzt geht's hier. Querfeld ein. Der Crosskurs. Fahr mal los da vorne bis zum Baum. So, schnell mal hinterher joggen. Ui. So, hier musst du runter. Hier. Oder da. Hier, guck mal, hier ist ein Baumstumpf, da kannst du nicht rüberfahren. Und wenn du hier runterfährst, musst du aufpassen, da ist ein Tor, ne? Fahr da nicht gegen. Wird das was? Nee. Warum nicht? Doch mal, dann muss ich erstmal hier alles klar machen. Nee, ach, hier an den Steine? Mäuschen, pass auf, komm mal her. Hier kannst du runter. Das wird eine coole Tour hier, da hätte ich auch Lust zu, ne? Komm, setz dich mal wieder rauf. Du musst nur... Nee, du kannst so losrollen. Denk dran, wenn du runterfährst, ne? Nicht gegen das Tor fahren. Nicht umkippen. Ich kontrolliere mal den Weg hier. Jo, ist alles gut. Dann gib Gas. Die Ruhe vor dem Sturm. Das ist cool, ne? Das stelle ich mir auch gut vor. Ich glaube, das mache ich nachher auch mal. So, jetzt sind wir einmal über den Bolzplatz rüber. Und jetzt geht das in den Abgrund. Hier ist der Abgrund. So, wir sind schon fertig geworden mit dem Ganzen, mit Aufräumen und Co. Ash ist schon eine Runde damit gefahren. So, hier ist der Platz jetzt dafür. Der Parkplatz. Der Parkplatz. Mit Abdeckung. Genau. Nicht nass werden und verrosten, obwohl ein bisschen Rost ist, das schon dran, ne? Wieso? Kann man das hier sehen, ne? Schon Flugrost hoffentlich nur. Ach Gott. Wir sind eben einen dicken Sandberg runtergefahren. Cool. Also ich nicht. Er ist da runtergeheizt. Ja. Nachdem er sich erst gar nicht getraut hat, aber hat er jetzt ja doch. Und ja, also gehen die Touren bald los. Genau. Das war's auch schon mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.